Moin Leute, ja, herzlich willkommen zurück. Es geht jetzt wieder los, sag ich mal. Ich bin aus meiner Pause zurück und diese Pause hatte ja viele Gründe, gerade private Gründe. Und jetzt ist alles wieder sozusagen im Lot. War auch ein tragisches Schicksal dabei, mich ziemlich mitgenommen hat, muss ich sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall geht es jetzt vorwärts und gleich wieder mit Vollgas. Und ja, ich habe für euch eine Vorführung. Ja, nein, nicht nur für euch, natürlich auch für mich. Ich war sehr gespannt auf das Gerät und will euch da auch nicht länger auf die Folter spannen. Hier seht ihr ja den 5R, der ist ja jetzt vor, der ist testweise davor. Gestern waren wir schon unterwegs und zwar mit dem Fendt. Und ja, hier ist das gute Stück. Ihr habt gesehen, ich habe Saatgut hinten reingefüllt und das ist jetzt größtenteils so ein Weidegras, da ist noch ein bisschen Klee-Mischung mit drin. Und das wollen wir jetzt hier ausbringen. Wir sind hier in der Allerniederung und hier wurden die ganzen Bäume entfernt. Und ich habe hier schon gestriegelt, relativ viel Gras kommt schon wieder durch. Das Problem dabei ist aber, dass dort so eine riesen Kletten oder so, ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt so groß werden können, normale Kletten, aber die wachsen dort und zwar wie Unkraut. Und dadurch, dass das jetzt hier schon einmal so ein bisschen offen ist, habe ich gedacht, gut, bringen wir jetzt ein bisschen Weidegras, weil das schnell wüchsig ist und auch sich gut durchsetzen kann. So, ich bin jetzt ein paar Meter gefahren und wir gucken uns ganz einfach mal an, was das Arbeitsergebnis sagt. Und zwar, hier sieht man ja relativ gut die Striche und man sieht auch immer gut, dass die Weizen, also praktisch die Prismen, immer genau in die Schlitze von den Zinken reindrücken. Das ist, gefällt mir sehr gut, weil ja da auch die Saat liegt. Also das macht schon Sinn oder ist beziehungsweise durchdacht. Ob das jetzt wirklich so geplant ist und ob das auf die volle Breite passt, das kann man schwer kontrollieren, aber sieht relativ gut aus, dass es auch wirklich immer genau dort trifft. Ja, also eben, ich muss mich damit auch mal bei dem Trecker jetzt einfuchsen. Mit dem Fendt wäre das jetzt anders gewesen. Auf jeden Fall sieht das Ganze jetzt so aus. Das ist schön schlicht geworden, also das Crossboard, was da vorne dran ist. Das ist ja mit echt massiven Federzinkenarmen oder wie auch immer man das nennen mag. Das macht richtig gute Arbeit. Also, wenn das ein bisschen aggressiver eingestellt ist, dann bekommst du schön die Unebenheiten schlicht gemacht. Und das Schöne ist, die Walze, die drückt das hinten gleich wieder an und der Regen macht dann irgendwie den Rest irgendwann. Und ja, wenn ich jetzt hier gucke, hier ist schon eine, oder Grassaat, aber ich bin hier auch doppelt drüber gefahren, also das ist jetzt noch deutlich mehr verwühlt, deswegen sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so viel an Saat, was jetzt oben drauf liegt. Hier zum Beispiel ist noch ein Saatkorn da, also das ist schon echt gut. Wir bringen aber auch schon wieder nicht wirklich viel aus, das muss man noch dazu sagen. Ich habe eben auf 15 Kilo erhöht und das ist schon, ja, gut so. Also mit doppelter Überfahrt, dann sind wir bei knapp 30 Kilo auf den Hektar und ja, das gefällt mir sehr gut. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir hier noch was hin, weil hier ist ja befestigter Boden, sage ich jetzt mal. Und ja, nee, hier sehe ich jetzt gerade nichts, aber es ist halt auch immer sehr schwer zu erkennen. Das war gestern genau dasselbe Problem. Wir haben in den Reihen geguckt und ja, ich weiß nicht, ob das so gut oder ob das, weil das so halt immer angedrückt wird, dass man das deswegen nicht so gut sieht.
Aber auf jeden Fall war es da so, dass die Saat leer wurde. Also irgendwo muss sie ja hingegangen sein. Und letztendlich werden wir es ja sehen, wenn es irgendwie aufläuft, wie denn das Ergebnis wird, sage ich jetzt mal. Und hier kann man schon wieder gut erkennen. Das passt auf jeden Fall. Auf jeden Fall findet man in den Reihen, die man sozusagen sät, auch die Saat, so wie es sein sollte. Die wird nicht nochmal extra hochgeschleudert. Und das, was besonders gut ist, man sieht ja jetzt hier das lose Material, was praktisch abgearbeitet wurde. Und das wird von der Walze hinten wieder so ein bisschen hochgeworfen. Und dadurch wird, oder deswegen ist es halt nicht mehr angedrückt auf den Boden, so wie man es eigentlich hätte vermuten müssen, dass wenn die Walze drüber fährt, dass sie das alles wieder auf dem Boden platt macht und dann hat man ja praktisch das, was man eigentlich machen wollte, das Ganze rauskämmen, hat man dann ja nicht mehr rausgekämmt, sondern gleich wieder angedrückt. Und das ist ja kontraproduktiv. Das waren auch meine Bedenken. Das ist hier in dem Fall nicht so, denn ihr seht es ja selber, dass, ich habe es ja hier gezeigt, das liegt hier alles locker oben drauf, was der Striegel losgerissen hat und kann jetzt vom Wind oder wie auch immer abgetragen werden bzw. besser verrotten. Und was noch ganz wichtig ist, wir haben halt mit dem Striegel jetzt hier die Grasnarbe geöffnet und dadurch kommt jetzt natürlich auch Luft an den Boden, somit auch Stickstoff und ja, das wollen wir ja. Ja, gut. So sieht's aus. Könnt ihr ja noch mal ein Bild von machen. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Wir gucken jetzt einfach noch mal hier in so eine Rille. Die sind natürlich, also diese Furchen, die sind natürlich schon ganz schön, ja, weiß ich nicht, tief und aggressiv. Aber ich denke mal, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und auch mit den Einstellungen besser klarkommt, dann sieht das auch noch deutlich besser aus. Vorne das Crossboard ist doll aggressiv eingestellt, aber so habe ich jetzt auch hier praktisch die ganze Fläche so ein bisschen abgezogen, sage ich jetzt mal. Und da ist ja das Problem gewesen, ihr seht ja diese Pappelstümpfe hier im Hintergrund. Die wurden ja hier praktisch umgelegt und dann lagen hier die ganzen kleinen Äste. Das habe ich jetzt hier jeweils an den Enden, ich weiß nicht, ob man das da hinten erkennen kann, habe ich das hingezogen und ja, da stört es mich nicht. In der Wiese wäre es wieder schlecht, kommt es mit ins Futter. Und im Futter will ich das gar nicht haben, weil, ja, da fressen die Tiere nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren jetzt nochmal hier auf die andere Seite. Weil das Stück hier, das gehört auch noch zu mir. Und da sind auf der einen Ecke ziemlich große Wildschäden. Und die wollen wir mal wegmachen. Aber ich denke mal, da werden wir das Crossboard nochmal umstellen müssen, ein bisschen flacher einstellen müssen, damit wir ja nicht so viel Material mit bewegen. Vorhin hat er so viel Material mitgezogen, da hat der Trecker angefangen durchzudrehen. Also das Ding, das hält einen ganz schön fest. Muss man ja mal sagen, wie es ist, ja. Hier noch den Tank leer. Das ist hier noch so eine Passage in dem Stück, wo der Wildschaden war. Das habt ihr eben gerade schon gesehen. Und hier wächst es immer unterschiedlich. In feuchten Jahren eher besser, aber dadurch, dass wir jetzt die letzten Jahre sehr, sehr viel Trockenheit hier hatten, ist es so ein bisschen so geworden, dass hier die Gräser, die halt auf die Feuchtigkeit angewiesen sind, sich zurückziehen. Und das ist natürlich nicht ganz so gut, weil dann wächst jetzt erstmal nichts. Das ist ein großer Lückenanteil. Und ich habe jetzt hier noch ca. 8 oder 9 Kilo drin. Das wird jetzt hier für einen halben Hektar ca. noch reichen. Insgesamt sind das hier 2,5, also ein bisschen was kann ich hier noch machen. Und dann sollte das
hoffentlich ab dieses Jahr so ein bisschen besser werden, zumindest in dem Bereich, wo ich das hier gemacht habe. Der Vertreter von Güttler hat auch zu mir gesagt, mach ruhig mal ein bisschen was Wildes, also ihr sucht dir ein paar Streifen raus, die es gebrauchen können, auf einer Wiese, einfach mal so, und dann machst du mal irgendwas davon nicht, also praktisch den anderen Teil nicht, und dann guckst du dir das an. Und ja, das werden wir auch genauso tun. Ein bisschen aggressiver stellen hier. Also er reißt schon echt viel Moos mit hoch. Auch hier wieder. Das ist schon wieder ein richtig gutes Zeichen. Und ja, es liegt alles wieder oben drüber. Also nicht irgendwie wieder fest angedrückt. Dasselbe, oder zumindest das ist mir bei der Cambridge-Walze aufgefallen, die wir dann praktisch immer leihweise hatten. Und ja, das ist natürlich nicht ganz so gut, wenn das wieder richtig angedrückt wird. So kann das jetzt vom Wind verweht werden. Wie gesagt, die Samen bleiben dann trotzdem im Boden, weil sie ja, oder am Boden, weil sie ja schon echt bodennah sind und angedrückt. So aus der Kombination heraus, das ist schon echt sinnig und auch vernünftig. Zumindest ist das meine Meinung dabei. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch schon Erfahrungen habt, allgemein mit Nachsaat und welche Saat ihr nutzt. Und ob ihr auch speziell mit dem Green Master, mit der Zinkensaat schon mal Kontakt hattet oder irgendwie schon mal was mitgemacht habt. Also ich bin sehr, sehr überrascht und auch zufrieden mit der Arbeit von dem Gerät. Das ist so jetzt schon mein vorläufiges Fazit. Wir werden natürlich noch ein bisschen auf extrem trockene Standort oder auf einen extrem trockenen Standort gehen. Das ist hier praktisch, ja, wir sind ja jetzt hier in einer Allerniederung und direkt da dran ist ein Hang und die Hangstücken davon, die werden wir auch noch bearbeiten. Das werden wir teilweise mit dem machen und teilweise mit unserem eigenen Striegel. Dann halt nicht so wie jetzt. Hier bin ich ja schon einmal komplett rübergegangen, sondern da dann wirklich geteilt, um auch nochmal dort den Unterschied zu sehen. Ich mache hier noch schnell den Rest fertig und dann geht es zur Schicht. Dann wird mit dem Fendt wieder ja, Transporte gefahren.